Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Let's Plays R-Factor 1998 Formel 1 in Interlagos, Brasilien. Wie ihr seht, war ich im Qualifying 7. Ja, besser als im letzten Rennen, aber ja, geht eigentlich. So, dann fahren wir mal. Ja. Okay. Kein so guter Start, aber wir gehen da hin. Vielleicht können wir Plätze gut machen. Ja. Naja. Ganz okay. Ups. Wow. Okay. Platz 6. Ja, ganz okay bisher. Mal gucken, was wir noch holen können. Vorsten Prost. Mal sehen. So. Vielleicht haben wir die erste Runde geschafft. Dann wissen wir auch, wer vor uns ist. Bevor es Eddie Irvine vor dem Prost und Ferrari. Damon Hill erster, Fisichella zweiter, Johnny Herbert als dritter. Jetzt haben wir Zeit aufgeholt. Jetzt entfernt er sich wieder etwas, aber wir kommen, wenn schon. Oh, Unfall. Von dem Jordan, von Hill wahrscheinlich, ja. Hill ist zurückgefallen. Wahrscheinlich hat er irgendwas kaputt. Der war gerade eben Erster, glaube ich. So, dann fahren wir mal. Bisher hatten wir keinen großen Fehler, bis auf den Start, die zweite Kurve, also das Ende der Senna ist. So, jetzt sollten wir gleich einen überholen, den Johnny Herbert. Außen. Ups. Hey. In den ersten Streckenabschnitten sind wir eigentlich etwas schneller als die, aber im Rest dominieren die. Im zweiten und dritten. So. Da ist Fisichella schlicht raus. Die wechseln sich hier die ganze Zeit ab vorne. Ein schönes Rennen von denen. Und jetzt sind wir vorne. Ja. Endlich mal. Wir haben die Fehler von denen ausgenutzt und sind nach vorne gekommen. Aber Irvine hinten macht mächtig Druck. Ja, jetzt
doch nicht. Ist draußen. Ab. Ach, der ist schlau, der geht nach innen. Aber jetzt ist er wieder außen, ist doch nicht so schlau. Wir gehen in der 8. Runde an die Box. Durch die Kämpfe da hinten können wir jetzt etwas wegziehen. Sekunden 1,1. Mein Auto ist etwas mehr auf Top Speed gemacht, also ich bin etwas schneller auf der Geraden als dir war. Eigentlich überhole ich sie immer beim Anbremsen und nicht auf der Geraden. Durch Windschatten auch, aber nicht so. Ich fahre jetzt vorsichtig, sieht man vielleicht. Aber mir ist vorsichtig immer normal, mäßig. Wow, was war das denn jetzt? So. Ja, mein zweiter. 3. Hill, 4. Fisichella, 5. Herbert, 6. David Coulthard. Nein. Komm. Was mache ich? Mann, jetzt bin ich wieder 5. Schlecht von mir. Vor mir. David Coulthard, Michael Schumacher ist 19. 20. ist Mika Häkkinen, die beiden Favoriten hier, die sind etwas schwach, ey, Windschatten, ups, und jetzt Jordan. Zum Glück sind die vorne ganz nah beieinander. So kann man die ganz schnell wieder einholen, alle zusammen. Windschatten. Wow, wow, wow. Oh, was macht der? Wer war das? Der Irvine. Ist
geht doch nicht. Macht mir einfach die Tür zu, wo ich dann viel schneller bin. Na, ich will jetzt Zeit hinter dem. Ich könnte schneller. Ich muss bis zur letzten Kurve wahrscheinlich warten, bis ich ihn überholen kann. Hier sind die schnell. Jetzt hier vielleicht nächste Kurve. Bis gleich. Ah nein. Jetzt verbremse ich mich hier noch fast. Aber ganz okay noch. So, nächst andere ich an die Box. In der 8. Jetzt fahre ich hier frei. Erst die hinteren Fahrer, also noch draußen geblieben, vor mir, hinter mir sind eigentlich gar keine mehr. So, die mich angreifen. Das erst der andere Schumacher im Jordan. So, jetzt hier an die Box. Okay. Hätte Irvine und Dinis vor mir. Aber ich glaube, Dinis muss noch an die Box. Ja. Mein Teamkollege. Oh, jetzt habe ich ein volles Auto. Bin ich ja noch gar nicht gewohnt. Hinter mir Alex Burt, oder? Nee, Physikella. Okay, Konzentration und nochmal. Ja, Konzentration. Natürlich. Fliegt man direkt weg. Schon wieder. Den greift schon der Kulter dann. Oder ist das Häkchen, der noch nicht in der Box war? Keine Ahnung. Okay, Dennis geht an die Box. Und ich fahr durch. So. Irvine ist etwas weit weg. Ich glaube, ich hole den nicht mehr ein. Mal gucken. Ist das alles möglich? Ich glaube gar nicht. Dafür. Vielleicht sind wir. Hier sind ja noch zwei Runden. Eineinhalb. Ne, das schaffe ich nicht mehr. So, ich komme jetzt näher, vielleicht überhole ich ihn doch noch. Ich kann mir etwas Platz zu David Coulthard hinter mir verschaffen.
Wo ist eigentlich Häkkinen? Schumacher. Okay, jetzt. Nächste Kurve. Vielleicht schaffe ich es. Wäre schön. Sieg. Okay, Windschatten. Und. So, jetzt hier noch Bonn und hier anbremsen. Hopp. Bremsen um die letzte Kurve und auf die Startzielgerade und gleich habe ich es geschafft. Nämlich jetzt. Ja, gewonnen. Das stellen wir das Auto hier ab. Genau, dann gehe ich in das Zelt und dann. Ja. Okay, hier das Endergebnis. Ich erster, Eddie Irvine zweiter. Dritter David Coulthard im McLaren. Vierter, erste Punkte für McLaren übrigens. Vierter Giancarlo Fisichella. Fünfter Ralf Schumacher. Und auf Platz 6 den letzten Punkt noch Olivier Panis. Okay, das war's dann für diesen Part. Dann melde ich mich bald mit dem dritten Teil in Argentinien, wenn ich mich nicht irre. So, dann seht ihr nochmal die untere Tabelle. Letzter Takagi. Mein Teamkollege wurde vorletzter. Toll. Ja. Super. Wo war Häkkinen? Häkkinen 15. Schumacher 11. Die waren nicht in den Punkten. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.